Bei uns ist heute Abend Priska L., die Theologiestudentin in Leipzig ist, die in Sachsen geboren ist, die dort lebt mit drei Kindern und die uns aufgefallen ist, weil sie schon vor 2 Jahren sich zur Situation in Sachsen geäußert hat und in ihrem Blog schrieb, ich zitiere mal, wenn ich darf, ich schäme mich, Sachse zu sein. Wir waren immer stolz darauf, Ossis zu sein. Das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt, diese ganz besondere Mentalität. Ich war unfassbar stolz darauf, aus Sachsen zu kommen. Freistaat Sachsen. Doch jetzt passiert es, es wird langsam etwas unangenehm, Sachse zu sein. Sachsen ist kein Bundesland, auf das man stolz ist. Die Welt schaut auf Sachsen und was sieht sie? Brandanschläge, Nazi-Demos, unzufriedene Menschen, Wut, Groll, Hass. Nicht nur von Rechtsradikalen, sondern auch von Linksradikalen. Ich schäme mich dafür und möchte mich entschuldigen. Für mein gutes und wunderschönes Sachsen, meine große Liebe. Priska, trifft das? Das ist schön. Ja, es ist ein schöner Text, weil darin tatsächlich auch, ja, auch die Liebe zu ihrer Heimat steckt, aber eben auch diese große Verstörung. Treffen die Worte nach 2 Jahren immer noch ihre Seelenlage, ihre Gefühlslage? Ich muss sagen, ich habe gerade vorhin den Blogartikel noch mal gelesen und gerade diese Passage hat mich immer noch sehr angesprochen. Es ist wirklich... Ach, es macht mich sehr traurig, dass Sachsen nur wegen solchen unschönen Dingen immer in den Medien ist und nicht, Sachsen ist immer noch ein wunderschönes Bundesland und es kommt immer wegen solchen Pöbeleien, Ausschreitungen in die Medien und das ist einfach immer noch beschämend. Das nachvollziehbarerweise beschämend, wenn man natürlich die Menschen kennt, die Gegend kennt und liebt. Mein Gefühl dabei ist immer, Scham ist aber irgendwie zu leise, also zu still und zu passiv. Auf den Straßen in Chemnitz haben wir jetzt gesehen, der rechtsextreme Mob ist lauter. Das sind auch mehr, hat man den Eindruck. Warum sind die anderen Sachsen so still? Und die anderen wird es ja geben. Ja, wir haben uns gerade vorhin noch mal darüber unterhalten. Ich glaube, es ist Angst vor dem, was kommen könnte. Man weiß, man hat Angst, angegriffen zu werden, glaube ich. In Leipzig ist das immer noch ein bisschen was anderes. Das ist alles ganz human. Aber gibt es einen Unterschied zu Chemnitz, zu Dresden? Absolut. Also ich meine, das sind alles wunderbare Städte. Ne? Chemnitz ist eigentlich eine florierende Stadt, hat eine tolle Start-up-Szene. Es ist unglaublich entsetzlich und traurig, dass dort sowas dann passieren kann. Wenn Sie sagen, Sie haben sich schon darüber unterhalten, will ich Franziska Schreiber gerne vorstellen, die auch zu uns gestoßen ist gerade. Sie war aktiv in der Jungen Alternative Sachsen, also der Jugendorganisation der AfD, hat es da bis in den Bundesvorstand geschafft und ist dann aus der Partei ausgestiegen. Dieser Mordfall am späten Sonntagabend, der Sonntagnacht, dann die Ausschreitungen der Folgetage. Wie wird das alles in der AfD aufgenommen? Was glauben Sie? Also für die AfD muss man sagen, ist das ein unheimlicher Glücksfall. Das darf man, da darf man sich nicht täuschen lassen von diesen Trauerbekundungen oder von irgendwelchen Vorwürfen auch an die anderen Politiker. Die anderen Politiker würden ja nicht genug trauern, weil sie jetzt diesen rechten Mob dort in den Vordergrund stellen und nicht das Mordopfer. Das ist alles Gemache. Und ich habe das miterlebt damals bei dem Terroranschlag am Breitscheidplatz. In den internen Gruppen, wenn es so ist wie damals, dort war es so, dort ging die Party los. Die Leute haben sich gefreut in den internen Gruppen, weil sie gesagt haben, jetzt endlich sehen die Leute, dass wir die ganze Zeit schon recht hatten. Und genau so ist die Reaktion auch jetzt, bin ich mir ganz sicher. Also eine gespielte Trauer, hinter der klammheimliche Freude steckt. Besonders schamlos, wenn man bedenkt, dass das Opfer in Chemnitz Migrationshintergrund hatte und selber Rassismus durchaus am eigenen Leib erfahren hat. Wir können uns mal anschauen, was jetzt in den Tagen danach von AfD-Funktionären im Netz auch gepostet wurde. Allen voran die Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Die schreibt, Syrer und Iraker metzeln Opfer mit 25 Stichen nieder. Das Abschlachten geht immer weiter. Oder Thorsten Weiß, AfD-Landesvorstandsmitglied in Berlin. Merkels Messermänner stechen in Chemnitz zu. Des Volkes Zorn bricht sich Bahn. Und ein Klassiker ist natürlich auch wieder aufgegriffen worden von der Jungen Alternative in Nordrhein-Westfalen, die schlicht gepostet hat, es sind Merkels Tote. Das ist eine Phrase, die wir jetzt schon kennen. Das kommt alles von einer Partei, die sich ja wehrt, als rechtsextrem bezeichnet zu werden. Wie bewerten Sie das? Also ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, eine Sache zu sagen, und zwar zu diesem Narrativ, Merkel hätte die Grenzen geöffnet. Das haben wir ganz bewusst erst mal gesetzt. Das ist ja nie passiert. Sie sagen, die Grenzen, ihr, also die AfD zu Zeiten, ja, in der Sie aktiv waren. Wir als Funktionäre in der AfD, in der Jugendorganisation, das haben wir uns ausgedacht.
Das darf man ja nicht vergessen. Die Merkel hat die Grenzen nicht geöffnet. Die Binnengrenzen der EU waren 8 Jahre, bevor Merkel ihre erste Amtszeit begonnen hat, offen. Und der Europäische Gerichtshof hat später festgestellt, dass eine Grenzkontrolle innerhalb von Deutschland oder an den Grenzen illegal gewesen wäre, hätte gegen europäisches Recht verstoßen. Also in diesem Sinne muss man dieses Narrativ, Merkel hat die Grenzen aufgemacht, es sind Merkels Tote, das muss man wirklich unter diesem Zusammenhang sehen, dass sich die AfD ausgedacht hat. Und dann ergibt nämlich das alles Sinn, was sie dort macht, weil dann hat sie einen Sündenbock und sie kann jedes Thema auf die Flüchtlingskrise beziehen. Der Mann würde noch leben, wenn Merkel nicht die Grenze aufgemacht hätte. Wir hätten ja genug Geld für Schulen, wenn Merkel die Grenze aufgemacht hätte. Ich verstehe schon die Strategie. Der Eindruck, der entsteht, ist aber, dass das mit allem Verlaub in Sachsen irgendwie auf fruchtbareren Boden fällt als anderswo. Es gibt überall Nazis, aber sie sind in Sachsen eben keine Randerscheinung, sondern das sickert so in den Mainstream durch, habe ich den Eindruck, oder? Ja, also das ist, glaube ich, das große Problem. Man hat ja jetzt nicht unbedingt Angst vor Rechten und Neonazis, die gab es schon immer, Punkt. Aber es wird immer größer, also die Masse ist groß. Und damit sage ich nicht, dass die ganze Masse jetzt Nazis sind, sondern man muss sich ja fragen, warum läuft eine Oma und die Mittelschicht in diesem Mob mit oder sagt zumindest nichts dagegen, sondern akzeptiert das. Warum tut sie das? Warum tun das so viele andere? Ja, ich denke, dass es soziale Ungerechtigkeit ist. Also diese Oma hat dann wirklich vielleicht nur 400 Euro Rente. Ihr Sohn verdient nur 900 Euro netto und da ist keine Zukunft zu sehen. Und dann sucht man sich ein Feindbild. Ganz natürlich, schon immer gewesen so, menschlich, ganz klar. Man versucht, das an jemanden abzuschieben, warum das so ist. Also die Frage müsste sein, was könnte die Politik tun, damit sich diese Menschen abgeholt fühlen und ihre Ängste und Sorgen gehört werden. Also die AfD holt sie zumindest bei diesen Ängsten ab und ja, bei den Vorurteilen, die bestehen. Und Sachsen spielt natürlich eine wichtige Rolle. Man ist sozusagen schon auf Tuchfühlung mit der CDU, spricht bei der Landtagswahl 2019 offen von dem Ziel, stärkste Partei zu werden. Stimmt das denn auch, was Wissenschaftler sagen, dass die AfD auch inzwischen Teil eines rechtsextremen Netzwerks in Sachsen ist? Dass es überhaupt keine Abgrenzung mehr zu militaristischen und militanten Nazi-Organisationen gibt? Ja, also das kann man so sagen. Es ist natürlich nicht so, dass sich da der Vorsitzende mit den Vorsitzenden von irgendwie, dass sie sich da in einem Hinterzimmer treffen. Aber in jedem Kreisverband, an jedem Stammtisch sitzt einer mit dabei, der eigentlich gar nicht zur AfD gehört. Der gehört dann, was weiß ich, zur Bürgerwelle Freital oder der gehört zu irgendeiner anderen der vielen Bürgerbewegungen, die sich im Zuge von Pegida mitgegründet haben. Mhm. Und der streut das alles. Also wenn zum Beispiel jetzt, wenn wir Chemnitz sehen, dann macht die AfD eine Kundgebung und es wird offen damit geworben, in Facebook-Gruppen zum Beispiel, wo nicht nur AfDler drin sind, sondern eben auch ganz knallharte Neonazis. Und das wird weitergetragen und dann kommen einfach alle, das ist auch neu, dass sich die AfD so offen mit Neonazis zeigt und dass es nicht mal den Versuch gibt, sich noch zu distanzieren. Das ist eine ganz neue Qualität, was wir da sehen. Ich will noch eine Sache fragen, vielleicht können Sie eine kurze Antwort versuchen, wenn Sie denn eine haben. Wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn die Verwandtschaft zur Neonazi-Szene so eng ist, wie kann es sein, dass Menschen auch in diesen Tagen in Chemnitz auf der Straße wieder sagen, wir sind keine Nazis und auch wenn wir denen den Raum geben oder gar applaudieren, die sind keine Nazis und wir sind auch keine Nazis. Glauben die sich das? Glauben Sie, dass die mit rechtsextremen Gedankengut nichts zu tun haben? Ich glaube, dass sie das nicht wollen, weil sie wollen sich ja nicht mit diesem pöbelnden Mob identifizieren. Ich glaube, dass sie wirklich Asylprobleme sehen, die sie gerne behoben haben wollen möchten. Aber es geht natürlich nicht, mich mit Nazis zusammenzuschließen. Das kann ich nicht bringen. Das geht nicht. Also, Thema, über das weitaus mehr Gesprächsbedarf besteht, auch bei uns im Netz geht es schon hoch her. Wir können mit Ihnen diskutieren auf sterntv.de und auch auf unserer Facebook-Seite. Ich möchte aus gegebenem Anlass sagen, bitte mit sachlichen Argumenten im Austausch. Wir werden Hetze und Beleidigungen, wie immer übrigens, löschen und gegebenenfalls auch zur Anzeige bringen. Ich möchte mich bedanken für Ihren Mut in diesen Tagen, auch zu dem Thema öffentlich zu sprechen, denn betretenes Schweigen, beschämtes Schweigen, das wäre gar keine Frage, vielleicht, aber ich glaube, geschwiegen haben wir alle schon genug. Danke fürs Hiersein, Priska Ell, danke Ihnen, Franziska Schreiber. Danke schön.